Jan hat als Grundschullehrer gearbeitet und Amerikanistik studiert. Frag ihn irgendwas über Amerika, er weiß alles. Hier kommt ein Stückchen unnützes Wissen. Woher kommt das Wörtchen okay? Ich habe keinen Schimmer, Jan. Komm, sag, woher kommt's? Es lebte vor langer Zeit ein Martin von Buren, der war der 8. Präsident der USA und der kam aus dem Städtchen Kinderhook. Und er war Mitglied in einer Gesellschaft namens Old Kinderhook. Und wenn du jemand warst, dann warst du in dem Club und man sagte, der ist okay, weil er im Old Kinderhook war. Ach, was? Ja, sowas von interessant. Ja. Ja. Wisst ihr, Loxi hat sich in den letzten Jahren der Tanzerei verschrieben. Sie wird demnächst in der Stadthalle auftreten. Echt? Meine Ex-Frau tanzt auch. Sophie liebt es, tanzen zu gehen. Warum redest du immer so über mich? Ich gebe nur mit meiner kleinen Schwester an. Das darf ich doch, oder? Sprich nicht in der dritten Person von mir, als wäre ich tot. Geht das schon wieder los? Ich sitze hier. Benimm dich einfach. Okay. Ihr seid echt eine Show. Tut mir leid. Ich bin nicht immer so. Ich weiß. Und worauf haben sie dich eingestellt? Mich? Auf alles. Ich war auf Lithium, auf Omniparol und Seroquel, aber ich habe alles abgesetzt. Die machen mein Hirn weich und den Rest von mir fett. Voll, ich war auf Xanax und Effexor. Aber die meiste Zeit war mir schwindelig. Ich nehme nichts mehr. Warst du mal auf Kolonopin? Kolonopin? Ja. Krass, oder? Das ist krass. Wer bin ich? Was für ein Tag ist heute? Was ist mit Trazadon? Trazadon? Oh Mann, ey. Ich hatte solche Kopfschmerzen das von dem ist, Scheiß. Das ist, als würdest du unter einem Nilpferd aufwachen. Das nimmt dir das Gehäuse aus der Birne. Ich bin müde. Ich gehe jetzt. Nein. Wir sind doch noch nicht mal bei der Ente. Außerdem habe ich Mousse gemacht. Ich habe gesagt, ich bin müde und ich gehe jetzt los. Bringst du mich nach Hause oder was? Ich? Du hast Manieren wie ein Heimkind. Du hast echt Probleme. Ich habe ein Problem. Du redest mehr Quatsch als ein Shih Tzu. Ich sage, was ich denke, aber du bist furchtbar. Du bringst beide nach Hause. Sofort. Sprich nicht in der dritten Person über mich! Bring Loxi bitte nach Hause. Du hast Spaß, wenn es mir schlecht geht, hm? Du kannst hier richtig schön einen auf perfekt machen. Nein. Ich wollte nur ein schönes Abendessen. Um Gottes Willen. Was ist los mit dir? Ich bin müde und ich gehe jetzt. Kommst du? Tut mir leid. Die Ente war eh zu lange im Ofen.